Ja, sehr gut. Also, wollen wir mal gucken. Schon wieder null vorbereitet. Schon wieder null vorbereitet, der Mann. Wir wollen einmal gucken, dass wir unser Essen jetzt hier bald auf den Teller bringen. Wenn man keinen Content hat, macht man halt Sonnenkram. Mit den 5 Klicks, die ich mache, ist das nicht scheiße. Sagen wir nur so, wie es ist. Also, haben wir unsere Rouletchen. Knödel, Gemüse befindet sich noch in der Mikrowelle. Ja, also was sie bei Semmelknödel haben wir genommen. Nicht einfach so, sondern Semmelknödel. Ist oben ein bisschen ausgesprossen, wie man sieht, finde ich ein bisschen komisch. Und eigentlich funktioniert das ganz gut. Im Normalfall funktioniert das eigentlich ganz gut hier. Weil irgendwie gerade funktioniert das wieder vorne und hinten nicht. Was mich nervt, ist, dass ich jetzt schon weiß, dass ich hier diese. Heiß. Also, Klo sieht ein bisschen verloren aus alleine. Da brauchen wir ein bisschen Gesellschaft, würde ich sagen. Und zwar von unserer Roulade, die ziehe ich mal in die rüber. Können wir uns einfach mal hier aus der Mitte. Das ist nämlich jetzt eine Schöpfkelle, keine Ahnung. Geben wir noch unsere Roulade mal hinzu. Machen wir eben noch den Metallnupsi ab. Heiß. Aha. Okay. Das sieht jetzt allerdings auch noch ein bisschen verloren aus. Das heißt, nehmen wir uns mal kurz Gabel und Messer. Oh, Butterweich. Brauchst du gar nicht schneiden. Brauchst du nicht kauen, kannst du lutschen. Jetzt gehen wir dann hier ein bisschen schräg rüber. Kleinen Moment, ich drehe den Teller sofort. Gehen wir ein bisschen schräg rüber, sodass wir hier, Grillchen schon ausgefallen, dass wir hier noch. Oh, es ist aber ein bisschen. Dankeschön, ist besser. So, was wir hier haben, sieht das alles immer noch ein bisschen verloren aus. Das heißt, wir holen uns hier unser. Unser heißgemachten Erbs und Möhren, wo lustigerweise. Was ist das denn jetzt? Wieso ist die Flüssigkeit raus? Oh nein! Der Mikrowellentopf ist gerissen und jetzt schwimmt die ganze Suppe in die Mikrowelle. Oh nein, ey. Im Ernst, hier ist geplatzt. Das zum Thema Mikrowellentopf. Ey. Oh, das macht mich jetzt stinksauer. Das ist komplett am Schwimmen, das Ding. Jedenfalls sieht die Roulade immer noch ein bisschen verloren aus. Das heißt, geben noch hier auf die Seite schön Erbsen und Möhren dazu. So. Hm? Oh, war ein bisschen sauberer. Und dann natürlich ganz wichtig, wichtigste Regel bei mir immer, wofür ich aber mehr oder minder bekannt bin, wir brauchen etwas Soße. Das heißt, wir gehen hier einher und nehmen uns etwas Soße. Und etwas Soße. Und da das Gemüse alleine nicht eine Soße kriegen soll, kriegt der Knödel etwas Soße. Gabel im Weg. Und natürlich dürfen wir auch nicht die Roulade vergessen. Die braucht auch etwas Soße. Und die andere Seite noch etwas Soße. So, dann dementsprechend kann man jetzt daher gehen und sagen, guten Hunger, mir gefällt es ehrlich gesagt ganz gut und vielleicht euch ja auch. Schönen Tag.